Hier ist auch wieder was. Ordentlich was eingesteckt, ne? Das ist klar, aber das passiert eben, wenn solche Reisen auf dem Plan stehen. Dafür sind die Fahrzeuge ja auch konstruiert. Und ich sagte ja schon, der Besitzer, der lacht und sagt, ja, die Tour war's wert. Ein Fahrzeug, der wirklich an der Panamericana teilgenommen hat, ausgestattet mit der Pandora. Ja, moin Leute, willkommen auf unserem Kanal. 30.000 Kilometer, 14 Länder in 200 Tagen. Die Panamericana, der Traum vieler Reisende. Und hier seht ihr echten Wagen. Und der Wagen will nicht an die Panamericana, sondern der Wagen war schon da. Und das Auto ist jetzt mit der Pandora Alarmanlage unterwegs gewesen. Wir haben heute Batterien gewechselt, haben an der Sirene was in Ordnung gebracht, weil da ist so viel Sand und Sachen reingekommen. Und jetzt läuft alles wieder. Der Wagen ist also komplett abgesichert. Und die Kunden haben mir erzählt, es ist nichts vorgefallen. Das Einzige, was wirklich ist, das muss man natürlich sehen, ne? Das Auto hat aber jetzt auch was weggesteckt. Also fängt an, wenn man sich das hier anguckt, Kratzer und, sag ich mal, Beschädigungen. Die Reifen haben ordentlich gelitten. Der Knaller ist im Motorraum, wenn man sieht, dieser ganze rote Sand, der da drin ist. Und mir ist besonders auf der Beifahrerseite das aufgefallen, dass hier wirklich ordentlich was ist. Hier unten hat er einen kleinen Einschlag gekriegt. Ne? Hier ist von der Kennzeichenbeleuchtung was abgegangen. Gut, dann gucken wir mal eben hier. Überall kleine Macken, kleine Dellen und oben kann man das sehen. Also da ist richtig was voll zerkratzt am Auto. Aber ich kann euch sagen, die Fahrt hat den Besitzern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und die sagten, was für Eindrücke. Also völlig egal, ob jetzt hier eine Scheibe nicht in Ordnung ist oder irgendwas. Aber der Wagen hat es mitgemacht und es ist weiter nichts passiert. Aber wie soll das auch sein, wenn man eine Pandora drin hat? Schock und Neigung, Echtzeitortung, Telemetrie. Genau. Ich wollte die Haube nochmal aufmachen. Hier ist auch eine richtig schöne Delle drin. Und das ist er, ein Wanner. Machen wir mal kurz auf. Ja, muss ich einmal aufschließen. Klar, oder über die Pandora, ne, können wir auch machen. Der hat noch eine Camper Mini drin. Und diese Fernbedienung hier mit dem Display, die ist ja aktuell leider nicht mehr lieferbar. So sieht er aus hier drin. Ein paar Zusatzschalter, Luftfahrwerk. Sehr geile Sitze, ne, in dem Auto, das kann man nicht anders sagen. Und auch ein ganz toller Innenraum. Ja, ihr habt ja das andere Panamericana-Video, was wir gemacht haben, mit dem Mercedes, mit dem Wölkeumbau. Das verschlingt ihr ja regelrecht. Also da waren wir selbst verwundert, wie viele Interessenten es gibt, die dann sagen, boah, ich brauche auch so eine Alarmanlage, bevor ich hier auf große Tour gehe. Gucken wir nochmal eben drunter. Alles jetzt mit einer Hand. Na, ich ziehe mal eben die Haube hoch. Deshalb wollte ich euch den unbedingt nochmal zeigen. Wo ist er denn hier? Da. So, da ist der Öffnungshebel so. Guckt euch das mal an, was der im wahrsten Sinne für Staub geschluckt hat, wenn man hier reinguckt. Der hat richtig was erlebt. Da ist der kleine Kompressor fürs Luftfahrwerk drin. Also ja, so sieht ein Motor aus, der wirklich Panamericana überlebt hat, gemacht hat. Und hier ist alles voller Sand und Rückständen. Gut, so, ich mache wieder zu. Ja, wir hängen euch im Nachgang nochmal das Video von dem Mercedes ran, von dem Wölke, wo wir die große Alarmanlage eingebaut haben. Da habe ich das alles erklärt. Na, wen das interessiert, der kann gerne noch mal gucken. Ja, hier vorne ist auch alles schön angekratzt und kaputt. Ja, wenn ihr so eine Alarmanlage haben wollt, dann nehmt doch mal mit uns Kontakt auf. canforce.de/kontakt oder Telefon 04103 70 19 840. 04103 70 19 840. Ich gehe jetzt hier noch einmal rein und zeige euch den. Super cooles, großes, ja, Vorraumzimmer hier. Vorne ist noch ein kleines zusätzliches Klappbett drin. Sitzgelegenheit. Ist ein sehr angenehmes Raumklima drin, man merkt das auch. Also oben sind noch Leselampen, nur fürs Bett. Ich kann noch mal hier ein bisschen Licht anmachen. Kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Backofen, der ist auch abgeflogen. Kühlschrank, kleine Küchenzeile. Und wenn ich mir die Qualität hier angucke, das sieht alles richtig super noch aus. Robust, ohne Ende. Ja, gut, auch oben, ne? Die Fenster, das ist alles ein bisschen zerkratzt. Das ist wohl so, muss ich mal einmal hier, kann ich euch mal zeigen hier. Ja, und hier hinten ist nochmal eine Tür, die man schließen kann. Toilettenräumlichkeiten, noch ein kleiner Vorraum und noch ein Querschläfer. Auch nochmal zusätzlich drin, Schrank. Sehr cooles Raumkonzept.
Pandora-Sensoren, Pandora-Alarmanlage. Und was ich immer sage, wenn ihr so ein System drin habt, dann habt ihr eure Ruhe. Fenster gesichert, Motorsperre, selbst wenn sie euch die Schlüssel klauen. Ne, und der Transponder hier, der kleine, kommt weg. Oder die D030 hier, D030 Fernbedienung. Dann könnt ihr per Anruf das Alarmsystem sperren und könnt ganz sicher sein, dass ihr euren Wagen nicht verliert. So, ich gehe raus. Wir gehen noch einmal rum ums Auto. Schalte ich ihn nochmal scharf. Hier steht auch noch ein Fahrzeug, was wir gerade ausrüsten. So. Das ist er. Ein Wanner Silver Dream. Mercedes. Sprinterbasis. Ganz schön mächtiges Gefährt. Und auch schon ordentlich. Ja, hier ist auch wieder was. Ordentlich was eingesteckt, ne? Das ist klar. Aber das passiert eben, wenn solche Reisen auf dem Plan stehen. Dafür sind die Fahrzeuge ja auch konstruiert. Und ich sagte ja schon, der Besitzer, der lacht und sagt, ja, die Tour war's wert. Ein Fahrzeug, der wirklich an der Panamericana teilgenommen hat, ausgestattet mit der Pandora. Ja, wenn euch das interessiert, Einbauzeit und Konfiguration hängt von euren Wünschen ab. Wir können alles machen, bis zur Lichtsteuerung außen. Ne? Müssten wir drüber sprechen, was ihr haben möchtet. Die haben sich sogar zusätzlich hier noch diese Schraubbleche draufgesetzt, ne, dass man die Scheibe überhaupt nicht aufhebeln kann. Hat Vor- und Nachteile, sind immer sehr aufwendig anzubringen. Also mit mal eben schnell lüften ist nichts. Aber wenn man unterwegs ist in so einem Bereich oder auf solchen Strecken, dann macht das sicherlich auch Sinn, da noch eine Stufe mehr einzuziehen. Völlig unabhängig von der Pandora. Kann man oben auch sehen, da sitzt der Sensor am Fenster. Das Blinkmodul ist im Fenster. Und ich schalte ihn jetzt mal scharf. Die Sirene meldet sich kurz. Einmal drücken. Da ist noch eine Tür offen. Ha. Und das ist es auch. Seht ihr? Nichts gestellt. Schaut euch das an. Ich wollte gerade sagen, da ist ja noch eine Tür offen. Das ist nämlich auch das Coole. Oha, die geht aber auch nicht mehr so optimum zu hier. Okay. So, ich klinge das Telefon schon wieder. Also ich drücke noch mal drauf. Es darf nämlich nur ein Ton kommen. Der gehört. Bip. So, Auto ist gesichert. Schock gesichert, neigungsgesichert, Wegfahrsperren gesichert. Ja, die Wegfahrsperre könnt ihr auch über Anruf ziehen, falls jemand die Tür aufmacht, falls jemand in die Fenster will. Ja, die Sensoren passen auf die Scheiben auf. Und habt ihr gesehen? Alarmanlage, Schocksensor. So, ich breche das ab. Wanner Silver Dream, Mercedes Sprinter, Originalfahrzeug von der Panamericana mit dem super Aufkleber hinten drauf. Alemannia. Wenn euch das interessiert, 0410370-19840 oder canfors.de/kontakt. Und jetzt im Anhang nochmal das Video von dem Mercedes Wölke. Ein super Video und auch ein absolut abgefahrenes Fahrzeug mit Wasseraufbereitungsanlage und allem drum und dran. Ich bin Sven von Canfors. Ihr lasst mal bitte ein Like für die Videos da, die wir machen. Und abonniert den Kanal. In dem Sinne, habt eine gute Zeit. Ciao. Ja, Panamericana, eine der größten Reisen, die man machen kann. Und hier steht das passende Gefährt dafür. Ein Wölke, voll allraduntersetztes Fahrzeug, Einzelbau, basierend auf dem Mercedes-Benz Vario. Und der Kunde hat den Wagen mit Details ausstellen lassen oder ausbauen lassen. Da bleibt einem wirklich die Spucke weg. Guckt euch das mal an, wir haben hier das große, große Fahrzeug. Sein Inhaber nennt ihn Rocky. Er ist basierend auf einem Mercedes-Benz Vario, Baujahr 2012. Das Fahrzeug hat schon ABS, ist aber sonst, sage ich mal, sehr rudimentär ausgestattet. Die haben das gekauft. Das war ein Kabinenfahrzeug, also eine Doppelkabine mit einem Auflieger von einem Waldunternehmen. Und die haben den so bei Wölke angeliefert. Und Wölke hat die ganze Kabine hinten weggeschnitten und hat diesen riesen Aufbau reingesetzt. KCT-Fenster, diverse Schubfächer, Heizung, Batterie, Autarkie. Also da gibt einem wirklich nicht mehr viel, was man sich da noch wünschen könnte. Und wir zeigen euch jetzt mal ein paar Dinge, die machen einen sprachlos. Die Technik ist so solide. Klimaanlage drin. Große Ablagen. Der Wagen heißt Rocky. Gehen wir ganz bewusst ohne großes Erzählen jetzt hier mal über die Technik.
und lassen das mal etwas sacken. Guckt euch mal die Details an. Dann haben wir hier die große Thomaheizung, Diesel, Gas. Das ganze Fahrzeug hat Außenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern, die man zuschalten kann. Große Garage und da ist ein riesen Knaller drin. Den machen wir gleich mal auf. So, jetzt gehen wir mal ins Cockpit. Ah, die Alarmanlage ist an. Du meine Güte. So, ich breche das mal kurz ab. Wir haben hier in das Fahrzeug die größte Alarmanlage eingebaut, die es auf dem Markt gibt. Mag man sich gar nicht vorstellen. 24 Volt Technik. Wir haben hier eine Pandora Camper eingebaut. Wir haben sämtliche Luken, sämtliche Klappen jetzt bei diesem Fahrzeug geschützt. Hier ist noch ein zusätzlicher, nenne ich mal, Auslöser. Wir haben hier nämlich noch einen Batteriehauptschalter. Und wenn ihr den rausnimmt, ist der Anlasser sowieso gesperrt. Wir haben aber auch eine elektronische Wegfahrsperre mit eingebaut. Sollte irgendwo auf dieser großen Weltreise, die ansteht, jemand sich die Schlüssel aneignen und mit diesem Fahrzeug wegfahren wollen, dann kann der Besitzer per Anruf das Fahrzeug sperren. Also ich zeige mal bewusst hier wirklich, was die hier verarbeitet haben, was das hier für ein massives Fahrzeug ist. Alles zuschaltbar, ABS abschaltbar, ein richtiges Arbeitsfahrzeug. Und dann haben wir hier natürlich einen Durchgang mit einem Spion zum Durchgucken, falls hier vorne jemand ist oder man muss los. Lautsprecher, Dachklima, Rückfahrkamera, Elektronik, Funkgeräte, super cool gemacht. Ja, und wir haben halt jetzt auch noch eine Pandora dazu. Ich hatte die Tür aufgemacht, der Alarm wird gezeigt, die Tür war offen. Ich bestätige das, die Pandora ist jetzt freigegeben und sie blinkt und zeigt uns an, dass eine Tür offen ist. Und das ist ja auch wirklich der Fall. Die Fahrertür ist offen. So, jetzt mache ich den mal zu und schalte mal die Alarmanlage an, damit ihr seht, dass selbst bei diesem großen Fahrzeug jetzt auch der Schocksensor funktioniert. Wenn ich dieses große Fahrzeug jetzt hier ärgere, trete hier irgendwie gegen, dann sagt das Fahrzeug Finger weg. Und Meldung auf dem Pager. Achtung, Schocksensor. Das gleiche natürlich auch für die Kabine und für die Luken. Aber ich wollte euch ja noch was anderes zeigen. Hier ist ganz, ganz wertvolle Technik drin. Ich mache das mal auf. Alarmanlage ist angegangen. Das war's. Der Sensor hat ausgelöst von der Alarmanlage, dass hier jemand einbrechen wollte. Ich bestätige das. Er sagt, Kofferraum, Trunk wurde ausgelöst. Ich beende das. Jetzt gibt es einen Anruf bei seinem Besitzer. Und die haben in dieses Fahrzeug eine Wasseraufbereitungsanlage mit eingebaut. Ihr könnt also Wasser aus einem Fluss oder aus irgendeinem Bach oder irgendwas nehmen, bereitet das hier sauber auf und könnt es dann in Trinkwasserqualität genießen, damit ihr auf der Reise gesund bleibt. Ja, die Hintergrundgeräusche, falls ihr die hört, hier wird noch rangiert draußen und da ist auch viel Arbeit im Gange. So, KCT-Fenster, richtige Fenster, schwere Dichtung, großer Wassertank, hier ist die gesamte Übergabeplatzstation sozusagen drin, ne? Außenduschenanschluss, Stromversorgung, stark gemacht. Auch die Treppe ist natürlich eine echte Nummer, ne? Hier kann auch eine richtige andere Treppe entsprechend eingehängt werden. Und hier ist, sag ich mal, die einfache Stufentechnik gedacht. So, ich mache die Tür auf und dann wollen wir hier gleich mal Licht anmachen in dem Wölke. So, gehe ich jetzt hier rein, man hält sich hier an der Seite fest. Und dann sind wir hier in diesem riesen Aufbau drin. Ich fahre mal die Elektronik hoch. Links die Lichter. Hier kann man Licht anmachen. Badezimmer. Wahnsinn, was haben die hier konstruiert? Der Boden. Hier ist eine ganz tolle Dusche drin. Machen wir auch mal auf. Kleine Dachluke. Und hier unten der Duschboden. So, ich mache das wieder zu. Damit hier nichts klappert bei der Fahrt. Und hier ist der angesprochene Spion. Aber da muss ich mir gleich mal einen Schlüssel holen, dann können wir die nämlich auch mal aufschließen. Und das sind die ganz tollen KCT-Hartglasfenster. Dieser Wagen hat eine Bauzeit gehabt von einem halben Jahr. Hat mir sein Besitzer gesagt.
so schick gemacht, die Dachluke alleine, man da hochstellen kann. Beleuchtete Ablagen, Lautsprechersystem, ein Querbett. Überall unter den Sitzen sind Batterien drin. Alles ist hier in Naturholz ausgearbeitet. Super schicke Beschläge. Oh, wie sauber das alles verarbeitet ist hier. Ja, das ist wirklich Qualität. Ich weiß, dass viele Kunden sich diese Fahrzeuge bestellen und die haben ja dann wirklich jahrelange Lieferzeit, weil Wirke ja Individualbau macht. Und dieser Wagen ist wirklich gedacht, um die Welt, um die Panamerikaner zu bereisen. Was die Besitzer mit diesem Fahrzeug auch vorhaben. Dann haben wir hier unten noch ganz tolle Schubladen. Richtig schön alles mit Lagern aufgebaut. Riesenspüle, kleiner Herd. Und wir haben, draußen steht schon wieder ein Wohnmobil, was fertig gemacht wird mit der Pandora. Und das kann man auch noch als Tischverlängerung aufbauen. Dann ist hier noch ein kleiner Tedford Gasofen drin. Und ich muss sagen, ich gehe noch mal ganz zurück. Das ist eine tolle Kabine in dem Fahrzeug. Das kann man nicht anders sagen. So, wir haben alle Fenster, alles abgesichert gegen Eventualitäten, falls hier jemand rein möchte. Die Fenster sind alle beschriftet. Jeder Sensor hat eine eigene Nummer. Der Besitzer wüsste von Ferne, wenn jemand in dieses Fahrzeug einbrechen möchte, dass genau das Fenster ausgelöst worden ist. Wir haben eine Spannungsüberwachung fürs Fahrzeug. Also ich kann wirklich die Vitalparameter beim Fahrzeug abfragen. Ich rufe dazu die Fernbedienung auf, starte sie. Das war der letzte Alarm, den bestätige ich jetzt. Schocksensor, Tür ist offen, klar, wir sind ja auch im Fahrzeug. Wenn ich jetzt hier nochmal drauf drücke, dann kann ich den CarState sozusagen abrufen und jetzt hole ich mir die Vitalparameter vom Fahrzeug live ausgelesen. Was wir nicht über den CAN-Bus sehen können, ist der Tank, aber wir sehen die Innenraumtemperatur, die Motortemperatur und die Batteriespannung. Bei diesen Fahrzeugen wird die Batterie auch komplett überwacht. Das bedeutet, wenn der Wagen länger steht und eure Batterie geht sozusagen zur Neige, dann bekommt ihr vom System eine Meldung, bitte Batterie aufladen oder Batteriespannung kritisch. Hier ist übrigens noch ein ganz toller Kühlschrank mit eingearbeitet, auch mit entsprechender Sperre von Kissmann. Ja, schick. Also ich finde den einfach nur wow, den Wagen. Voll offroad-fähig, richtig autark wohnen. Man kann durch diese Dachluke auch aufs Dach gehen und sich dort mit einer Matratze oder irgendwas aufs Dach setzen und dann den Sonnenuntergang betrachten. Also mehr kann man sich, glaube ich, nicht wünschen, als mit so einem Fahrzeug wirklich mal das Ende der Welt zu erfahren. Jetzt gucken wir drüben nochmal in die anderen Luken. So, jetzt steigen wir hier wieder aus über diese Spezialgeschichte. Also der Wagen ist richtig hoch. Wir haben eine Außenbeleuchtung, die hätte ich auch mit angemacht. Dass wenn man hier lädt und arbeitet, dass man hier wirklich Licht hat. Das ist ja auch echt cool gemacht. So. Und wir haben natürlich auch in diesen Luken hier, ach, hier sind noch Lautsprecher drin. Ei, ei, ei. Aha, Stromversorgung. Ja, toll. Ah, okay. Sehr gut gemacht. So, jetzt laufen wir nochmal um das Fahrzeug komplett rum. Hier unten hängen die Rampen sozusagen, wenn wir Offroad Hilfe und Unterstützung brauchen, können die abgeschnallt werden. Massivste Stoßstange, Vollmetall. Und ihr seht, der Wagen ist aus der Schweiz. Und auch hinten ist er ganz toll beklebt von seinem Besitzer, sein Lieblings-Rocky. Und weiter geht's hier. Mal durch. Ja, irre. Also ich bin wirklich ganz begeistert, was die hier gebaut haben. Das ist richtig massiv, das Fahrzeug. Ja, basierend auf dem großen Mercedes-Benz Vario. Das ist ja ein richtiges Arbeitstier. Der kann auch am Ende der Welt repariert werden, gemacht werden. Funk ist drin. Ja, und es soll jetzt bald auf große Tour gehen mit dem Fahrzeug, habe ich gehört. Das Fahrzeug ist ja absolut startklar, um sowas zu machen. Und jetzt will ich euch noch mal zeigen, damit sich auch die Besitzer
das ist sie, die große Fernbedienung, die 043 von Pandora, dass sich die Besitzer mit zwei Fingern sozusagen mit diesem Fahrzeug wehren können, wenn sich jemand ärgert, beziehungsweise sie angreift oder so. Panikalarm. Wir haben hier die große Bluetooth-Funk-Akkusirene eingebaut. Glaubt man, boah, meine Ohren. Eieiei. So, ich stopp das wieder. Wir haben selbstverständlich hier auch eine Wegfahrsperre drin. Ja, das sagte ich ja schon. Es muss immer einer dieser beiden Token beim Fahrzeug sein. Und wie sich gehört für ein Weltreisefahrzeug, haben wir natürlich auch eine Notentschärfungsmöglichkeit eingebaut. Es gibt einen versteckten kleinen Taster. In diesen kann ein Mastercode eingegeben werden und dann lässt sich das Fahrzeug auch noch starten. Wenn ihr euch nicht mehr per Token ausweisen könnt, weil was nützt euch das, wenn euch am Ende der Welt die Fernbedienung kaputt geht, weil sie nass geworden ist, ihr seid draufgetreten. Und ihr könnt euch als Besitzer immer noch an diesem Fahrzeug dann authentifizieren und könnt sagen, Alarmanlage aus, wir müssen starten. Super gemacht. Scharniere, richtige massive Schlösser. Top verarbeitet hier. Also ja, ein Traumauto. Wölke Offroad Reisemobile. Mit einer Wasseraufbereitungsanlage. Brandneu. Man riecht das auch. Das Fahrzeug ist also. Der geht jetzt auf seinen ersten richtig großen Einsatz. Ich mache noch mal die Tür zu. Gucken wir hier noch mal rein. Ah, die Tanks, okay. Super. Ja. Hier unten ist auch noch mal Schlauchführungssystem vorgesehen. Trittbretter. Ganz, ganz große Unterfahrschütze. So, da steht er. Wölke Offroad Reisemobile, ready for Transalpina, ready for Panamericana, ja, ich würde sagen ready for everything. Wir haben selbstverständlich die Aufkleber hier vorne reingemacht, protected by Pandora. Ihr wisst ja, was ich immer sage, das ist nicht nur eine Info für den Dieb, das ist ein Versprechen, dass er richtig einen auf die Finger kriegt. Diese Anlagen sorgen wirklich dafür, dass ihr nachts sicher im Fahrzeug schlafen könnt. Sie können mit angeklappten Fenstern schlafen. Wie gesagt, wir haben den Durchgang, den können wir ja auch noch mal kurz angucken und öffnen. Sonst heißt es nachher wieder, das hätte ich vergessen, das wäre so wichtig gewesen. Dann machen wir das auch noch mal eben kurz. Ist offen hier? Ja. So, gehe ich hier noch mal rein. Ja, Wahnsinn. Hier liegen die Pandora-Dokumente. Das ist das, was ich sagte. Die haben hier wirklich die ganz große eingebaut. Die Camper Pro. Das ist das allergrößte Alarmsystem, was es auf dem Markt gibt. Und das Besondere ist die Technik 4G LTE, Bluetooth 5.0 für die Peripherie und LoRa. Die LoRa verlängerte UKW-Kommunikation, damit ihr mit diesem Fahrzeug auch noch in Verbindung bleibt, wenn ihr am Ende der Welt seid und es ist nichts mehr an Telefon oder Funknetz irgendwo zu kriegen, dann seid ihr mit diesem System immer noch komplett online über eure Fernbedienung. Schließen wir das jetzt mal auf hier. So. Tada. Und dann sind wir im Innenraum wieder direkt im Badezimmer und haben also unseren Durchgang in unser Wölkefahrzeug. Ja, ein sehr robuster Geselle hier, der Vario. Oh, hier kommen schon echt Reisegefühle auf, wenn man das sieht. Da möchte man auch mal mit los. Ja, zuschaltbar, also volle Allrad-Untersetzung. So, gehen wir hier mal vorsichtig raus. Hoppadi. So, ja. Das ist echte Arbeitstechnik hier. Da ist die Standheizung unten drin, schweres Getriebe. So. Ja, nochmal zumachen. Und dann kriegt ihr noch einmal ein letztes Bild von diesem super starken Offroad-Fahrzeug. MAN Vario 818D von Mercedes-Benz. Und das Fahrzeug, der Rocky, wurde von seinem Inhaber bei Wölke
gebaut. Habt ihr Interesse an so einer Alarmanlage? Canforce.de/Kontakt. Bitte mal das Kontaktformular ausfüllen. Wir sind die absoluten Spezialisten, wenn es um solche Fahrzeuge geht. Sehr anspruchsvoll, das ist 24 Volt Technik, wie ich gerade gezeigt habe. Blinkeransteuerung, es funktioniert alles bei dem Fahrzeug. Ja, die Schärfe. So, entschärfen. Entschärfen, zweimal blinken. Ja, wenn ihr Interesse habt, canforce.de/Kontakt oder ihr ruft mal an im unteren Bereich von unserer Website. Canforce.de findet ihr unsere Telefonnummer. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne mal durch. Einbauzeit für so ein Fahrzeug, 1,5 Tage. Und damit seid ihr auf der ganzen Welt jetzt unterwegs. Wir haben in diesem System von Pandora jetzt auch eine Welt-Telefonkarte, SIM-Karte eingebaut, die also auf der ganzen Welt auch Kommunikation zulässt, damit der Besitzer in Echtzeit mit seinem Fahrzeug per App online bleiben kann. Pandora ist ja der Hersteller, der eine Echtzeit-Ortungs-App sozusagen hat. So, kann ich euch nochmal zeigen hier auf dem Bild. Also wir haben wirklich eine App-Steuerung für dieses Fahrzeug. Sensoren, also alle Fenstersensoren, Dachluken, alles ist einzeln angesprochen. Jeder Sensor wird überwacht. Wenn Batteriespannung irgendwo in den Knie geht, kriegt ihr vom System eine SMS. Wir haben Schocksensoren, Neigungssensoren, wenn der abgeschleppt wird. Wir können ihn per Telefonkommando stilllegen. Ihr habt eine Möglichkeit, eine Notentschärfung zu machen. Ihr könnt bei angeklappten Fenstern nachts schlafen. Wenn jemand reinkommt und die aufklappt oder weiter aufzieht, geht die Alarmanlage los. Ihr könnt einen Panikalarm machen. Ihr habt eine komplette Protokollierung, wo ihr gefahren seid. Das System nutzt GPS und GLONASS zur Ortung. Mehr kann man sich heute nicht wünschen. 4G LTE Netzwerkunterstützung. Damit bleiben die Fahrzeuge bei euch. Also, canforce.de/Kontakt, wenn euch das interessiert, oder ihr ruft mal durch. Das war Sven von Canforce. Kanal abonnieren und bis bald. Ciao.